Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell sounds like so länger ich drüber nachdenke, umso besser finde ich eigentlich. Frosty the snowman is all around town. Watch out, the rain is falling down. We stay up. Wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich war jetzt die vergangene Woche ziemlich krank. Also entschuldigt, wenn meine Stimme manchmal zwischendurch noch abkackt, aber an sich ist alles wieder recht gut, sage ich mal. Ich hatte viel Zeit, um mir Gedanken zu machen, was ich diese Woche für ein Video für euch drehen will. Und zwar habe ich mir gedacht, wie letztes Jahr machen wir einen Tag lang nur Christmas Food. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich habe sehr coole Sachen geplant und wir legen jetzt auch gleich los mit dem Frühstück. Das habt ihr gerade schon gesehen. Ich war nämlich heute Morgen schon beim Bäcker. Ich wollte eigentlich einen Wegmann holen, aber da lagen dann solche geilen Dinger hier daneben. That's what she said. Und dann dachte ich so, ja, ist halt ein Wegmann mit Mandeln und Zuckerguss. Und dann habe ich halt einen Wegmann bestellt und sie so, das ist ein Nikolaus. Ich so, okay, dann ein Nikolaus bitte. Und dann hat sie auch noch gefragt, mit Lolli oder ohne? Ich so, mit? Als wäre ich so ein kleines Kind. Aber ich finde, der Lolli gehört auch einfach dazu, oder? Was sagt ihr? Naja, den habe ich mir geholt. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da auch so Aufstrich drauf machen kann, weil der schon sehr gebäckmäßig ist, dass man es einfach so isst. Aber egal. Mir ist das wurscht, weil wir haben hier einmal den veganen Spekulatius-Aufstrich von Koro. Der Rest, der noch drin ist. Ihr seht, viel gibt es da nicht mehr zu holen, aber wir kratzen alles raus, was geht. Und ich habe bei Rewe letzte Woche so eine geile Marmelade gefunden, und zwar Pflaume-Zimt. Und wenn das nicht nach Laura und nach Winter schreit, dann weiß ich auch nicht. Und ich würde sagen, die Lolli machen wir jetzt mal raus. Wer liebt diese Lollis auch so? Ich finde die so geil. Oh mein Gott. Achso, ein Käffchen habe ich mir natürlich auch noch dazu gemacht. Ihr wisst Bescheid. Ich schneide den jetzt mal. Soll ich den? Ja, ich schneide den jetzt hier in der Mitte auseinander, weil, ja, der ist auf jeden Fall ultra soft. Ich glaube, das ist auf jeden Fall softer als Wegmänner. Weil den ich letztes Jahr hatte, der war ein bisschen trockener, hatte ich das Gefühl. Ich muss es erstmal pur probieren, bevor ich da Aufstrich drauf mache. Hier ist viel Zuckerguss. Aber da sind viele Mandeln. Ich nehme viel Zuckerguss. Mh. Mhm. Schmeckt tausendmal besser. Einfach viel saftiger. Geil. Mhm. Aber wir machen jetzt Spekulatius. Ne, wir fangen an mit der Marmelade. Weil Spekulatius-Aufstrich ist das Highlight. Würde ich mir. Ich liebe ja Pflaumenmarmelade. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Pflaumenmarmelade so liebt. Ich glaube, die hat nicht so wirklich Stückchen drin. Ich liebe Stückchenmarmelade. Ah doch. Guten Appetit. Mhm. Oh. Mmh. Boah, die ist lecker, Leute. Halleluja. Also die Marmelade kriegt eine 10 von 10. Die ist der absolute Hammer. Ich liebe es ja komplett. Also generell Apfelzimt, Pflaumezimt. Ich kann es das ganze Jahr über essen. Das ist so geil. Oh mein Gott. Also wenn ihr die irgendwo seht, kauft sie euch. Ich weiß nicht, wie viel die kostet, weil es Rewe feine Welt ist. Manchmal ein bisschen teurer. Aber es lohnt sich, Leute. Mmh. Marmelade erstmal zur Seite. Ich würde sagen, wir kommen zum Spekulatius-Aufstrich. Also Leute, da gibt es echt nicht mehr so viel zu holen. Aber dafür wird es noch reichen. Schön fett hier drauf. Boah, geil. Schaut euch das an. So muss das. Boah, ich freue mich so drauf. Boah, das klebt mir immer den ganzen Mund zusammen, Leute. Ich sag's euch. Aber ich finde, so muss es sein. Ich dachte mir, ich bewerte heute meine Mahlzeiten mal wieder. Von 1 bis 5. Dann denken Laura, von 1 bis 5 bewerten, nicht von 1 bis 10. Das Frühstück kriegt von mir eine 5 von 5. Da habe ich echt null dran auszusetzen. Es ist einfach der absolute Hammer. Dieser Wegmann ist einfach ultra soft, fluffig, geil. Die Marmelade ist der absolute Hammer. Fette Empfehlung. Und Spekulatius-Aufstrich kann man ja nur leicht erkennen, dass ich den sehr gerne mag. Braucht, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, ich lasse mir das jetzt noch schmecken und sehen wir uns bei der nächsten Mahlzeit wieder. You might think the weather's kind of cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play, what a wonderful day. So Friends, ich komme gerade vom ersten Training, seit ich krank war. Und ich muss sagen, es war wirklich kein gutes Training, aber ich habe langsam gestartet. Und ich habe mir gestern Abend schon, weil wir da eh unterwegs waren,
schon vorgesorgt und habe mir bei Cinnamon eine Schnecke geholt. Ich wollte sagen Zimtschnecke, aber das sind nicht alles Zimtschnecken. Das zum Beispiel ist eine Mohnpflaumenschnecke. Aber ich habe Zimt drüber gemacht, deswegen ist es jetzt eine Mohnpflaume-Zimtschnecke. Und ich dachte, die sieht sehr, sehr weihnachtlich aus. Und ich habe da so Bock drauf, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, das ist unten richtig feucht. Ich glaube, innen drin ist so ultra viel Pflaumenfüllung noch. Man sieht das hier schon so ein bisschen, wisst ihr? Boah, ich bin so gespannt. Ich muss es direkt reinbeißen, Leute. Halleluja. Boah, ist die lecker. Geil. Dieser Teig ist so fluffig. Geil. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Post-Workout-Meal. Das muss ich schon sagen. Schmeckt halt nach dem Training immer noch 5000 Mal besser. Wie man merkt, greife ich sehr viel auf so süße Sachen zurück, weil mir einfach die Ideen fehlen für herzhafte Gerichte, wo ich auch Bock drauf habe. Ich habe für heute Abend ein herzhaftes Gericht natürlich vorbereitet, weil ich kann nicht den ganzen Tag nur süß essen. Also könnte ich schon, aber wenn ihr Bock habt auf einen neuen Teil, einen Tag nur süß essen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Habe ich ja schon mal gemacht. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Die Mitte. Die gute Mitte ist immer das Beste. Halleluja. Die war sehr lecker. Holt euch diese Pflaume Mohnschnecke, die ist der absolute Hammer. Oh mein Gott. War auf jeden Fall sehr delicious. Aber ich habe noch eine kleine Sache jetzt für heute Nachmittag vorbereitet. Und zwar, die Leute, die mich verfolgen, wissen, ich mochte nie Marzipan. Und irgendwie habe ich dieses Jahr rausgefunden, dass ich es doch mag. Habe jetzt schon Marzipankartoffeln probiert. Mag ich. Ein bisschen langweilig, aber schmecken gut. Jetzt habe ich noch ein Level draufgesetzt, weil ich kann mir echt immer trotzdem noch nicht vorstellen, dass ich das mag. Also nicht wegen dem Marzipan, aber wegen einer anderen Sache, sage ich euch gleich. Und zwar Dominosteine. Ich glaube, die liegen ja so viele hier. Ich habe die, glaube ich, boah, ist schon Jahre her, dass ich die das letzte Mal probiert habe. Da mochte ich halt Marzipan noch nicht. Aber bei Dominosteinen ist noch dazu das Problem. Da ist ja nicht nur Marzipan drin, da ist auch noch so eine Marmeladenfüllung drin. Und das mag ich halt immer noch gar nicht so gerne. Also, boah, Leute, ich bin... Riechen tun sie eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt. Da stört mich diese Gelee-Füllung noch, muss ich sagen. Es ist okay. Ich brauche gerade mal noch einen, damit ich den Geschmack besser drin habe. Man kann es essen. Wenn es auf dem Tisch stehen würde, würde ich, glaube ich, auch zugreifen, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich würde es mir jetzt nicht selber kaufen. Als Weihnachtssüßigkeit, wisst ihr? Ich finde die Gelee-Schicht auch nicht zu... Also ich finde, die schmeckt geschmacklich ganz gut. Es ist nicht wie diese Jaffa-Cakes mit dieser Orangen-Marmeladenfüllung. Finde ich ganz schrecklich. Obwohl ich Schoko-Orange mittlerweile auch mag, die Kombi. Aber das geht echt. Also umso länger ich drüber nachdenke, umso besser finde ich sie eigentlich. Ich habe auch gerade vergessen, die Zimtschnecke zu bewerten. Ist mir eingefallen. Kriegt aber eine 5 von 5 von mir. Die war einfach der absolute Hammer. Und die Dominosteine bekommen eine 4 von 5. Weil doch, man gewöhnt sich dran. Ich bin gespannt, was ich mir nachher feines zum Abendessen zaubere. Weil ich habe echt noch gar keinen Plan. Und ihr könnt auch gespannt sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens da wieder. So, Friends, wir haben uns jetzt wieder in meiner Küche versammelt für das Abendessen. Und zwar gibt es heute, dachte ich mir, zum ersten Spätzle, weil ich liebe Spätzle. Und diese Spätzle werde ich essen mit Gulasch. Und ja, ich war zu faul, es mir selbst zu machen. Perfekt. Und ich weiß auch gar nicht, wie Gulasch geht. Also ich habe das noch nie selbst gemacht. Das hat immer Mama gemacht. Und Rotkohl. Oh, ich liebe Rotkohl. Das ist mein erster Rotkohl dieses Jahr. Also diesen Winter. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht im Januar, Februar schon mal Rotkohl gegessen habe. Aber dieses Jahr, diesen Winter ist es der erste. Und ich freue mich so. Und ich würde sagen, es ist sehr einfach. Aber es ist ein typisches Weihnachtsessen. Und wir bereiten uns das mal zu. Denn ich habe Hunger. Warm, as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. So, Freunde, mein Christmas-Food-Dinner ist fertig und es riecht so gut hier in der ganzen Wohnung, Leute. Ich sag's euch. Ich würde auch sagen, wir labern jetzt gar nicht zu lang um den heißen Brei herum und probieren direkt. Ich fange mit dem Rotkohl an, weil der mich gerade so andacht. Boah, Leute, schreibt's mir mal in die Kommentare. Liebt ihr auch Rotkohl, so wie ich?
Ich liebe auch Grünkohl und Sauerkraut. Auf Platz 3 Sauerkraut, auf Platz 2 ist Grünkohl und auf Platz 1 absolut Rotkohl. Das Einzige, was mich an dem Gulasch hier gerade nervt, merke ich, da sind Kartoffeln drin. Das passt jetzt nicht so, aber ist egal. Spätzle mit Gulasch ist einfach füreinander gemacht, diese Kombi. Ich sag's euch, wie es ist. Boah, verliebt in dieses Essen. Wirklich, ich liebe, liebe, liebe das Essen im Winter generell. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich das Essen im Winter in Deutschland noch mehr liebe als das Essen im Sommer. Wer kann mir dazu stimmen? Oder wer ist Team Sommeressen? Boah, das ist ein Traum, wirklich. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu weiter sagen soll. Ich darf es nur nicht vergessen zu bewerten, gleich vor lauter Himmel. Das Gulasch bekommt nur noch 4 von 5 von mir, weil diese Kartoffeln mich stören. Wobei, das ist halt nicht die Schuld vom Gulasch, ne? Das ist die Schuld von mir, weil ich es gekauft habe. Egal, das Gulasch auch eine 5 von 5. Spätzle sind halt Spätzle, ne? Und der Rotkohl ist sehr lecker. Das ist der von Haag, habe ich ja gezeigt. Den müsst ihr unbedingt mal holen. Der ist sehr, sehr lecker. Ich bin komplett raus. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch groß drum rumlabern soll. Ich würde sagen, ich lasse mir es jetzt gemütlich schmecken. Und wir sehen uns dann noch bei einem Snack wieder. Der würde richtig geil, Leute. Ich sag's euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. So, Friends, zur Feier des Tages und zum Abschluss des Tages machen wir uns heute ein typisches Weihnachts-Winter-Gericht, Essen, whatever, was ich in meiner Kindheit immer gemacht habe mit meiner Mama zusammen. Und zwar gibt es heute Bratapfel. Ich hoffe, dass es mit diesem Apfel geht, weil das ist der einzige Apfel, den ich gerade noch zu Hause habe. Deswegen, let's hope, der muss immer weg. Von daher passt sich das gut. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen richtig, richtig geilen Bratapfel zusammen. Ich habe hier unter anderem auch noch Rosinen. Apfelmark, dachte ich, mache ich ein bisschen rein, weil das muss auch weg. Natürlich Zimt, ganz wichtig. Ich dachte mir, ich pimpe das Ganze vielleicht mit Pistazienkern auf und mache mir natürlich eine Vanillesoße aus Vanillepudding. Weil flüssiger Vanillepudding ist obviously Vanillesoße. Und Bratapfel ohne Vanillesoße ist nur halb so geil wie mit Vanillesoße. Deswegen, let's do this! Your white smile is brightening up my day. Your blonde hair out of a fairy tale. Come along, start the show. Having fun in the snow. So, Friends, mein Bratapfel ist fertig und schaut ihn euch an. Oh mein Gott, ich habe es ja gezeigt, weil ich kann das nicht drehen und schieben, weil sonst fällt alles raus. Und die ganze Füllung ist zwar nach unten gerutscht, aber ich finde, es ist trotzdem sehr gelungen. Ich habe den am Ende noch in der Mikrowelle kurz gemacht, damit der Apfel mal durch ist, weil im Ofen dauert das immer so lange. Und jetzt ist es Zeit für den Taste-Test. Die Vanillesoße ist ja mal so easy gemacht. Also ich wusste gar nicht, was man das in der Mikrowelle machen kann. Ihr müsst einfach Milch in der Mikrowelle erwärmen und dann das Puddingpulver einrühren. Und dann macht ihr das Ganze so lange in der Mikrowelle warm, bis es ein bisschen aufkocht. Und dann habt ihr eine Vanillesoße. Es ist so einfach und so schnell gemacht. Und man braucht keinen Topf dafür. Und schaut euch dieses Kunstwerk an, wie das dampft. Ich werde mich gleich so hart verbrennen, sage ich euch. Aber das ist es mir wert. Das, oh, jetzt ist mir runtergefallen. Mmh, wow. Oh mein Gott. Der ist ja mal so gut geworden. Da habe ich mich selbst übertroffen, Leute. Das muss ich mal zugeben. Da kann ich mir ruhig selbst mal auf die Schulter klopfen. Das ist der absolute Hammer geworden. Und dass der Apfel schon ein paar Tage, Wochen lag, ist auf jeden Fall gut, weil der Apfel ist unnormal süß. Das passt perfekt zum Bratapfel. Leute, Bratapfel ist einfach so eins der Gerichte, die einfach sein müssen. Also ich weiß nicht, was ist so euer Weihnachtsessen must have? Klar, Plätzchen. Aber Plätzchen sind so eine Sache. Ich finde, das ist so, das Backen ist das Wichtige. Also nicht, dass die am Ende gegessen werden, sondern der Prozess vom Backen ist das Schöne an der Weihnachtszeit. Und das möchte ich natürlich mit meiner Familie oder mit Freunden zusammen machen. Deswegen habe ich das jetzt nicht im Video gemacht, weil ich nicht alleine backe. Das hat gar keinen Vibe, so wisst ihr. Deswegen Bratapfel, beste Entscheidung beim Leben. Die Pistazien machen uns auch, boah, die machen echt das Kohlchen. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich das Salz vergessen hätte. Nur so eine leichte Prise. Da darf gar nicht so viel Salz drauf wie bei anderen süßen Sachen bei mir. Aber so eine leichte Prise muss da schon drauf. Dampft so. Seht ihr das?
Aber so heiß ist der gar nicht. Also man kann es gut essen. Wenn ihr auch regelmäßig immer in der Weihnachtszeit Bratapfel macht, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den macht, weil jeder hat ja so seine Art und Weise, den zuzubereiten. Ich kenne auch viele, machen da Marzipan rein oder Honig, Nüsse, sowas alles. Wir machen das eigentlich wirklich immer so, wie ich es gemacht habe, mit Butterflocken, Zimtzucker und Rosinen. Wobei, Rosinen haben wir auch nicht immer reingemacht, weil früher mochte ich keine Rosinen. Mama mag immer noch keine Rosinen, aber muss sein. Ich würde sagen, das war doch ein würdiger Abschluss dieses Videos. Und ich würde sagen, ich beende das, wie gesagt, an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, was eure Favorite Mahlzeit, euer Favorite Food von diesem ganzen Tag war. Ja, am Sonntag könnt ihr euch wieder freuen, denn ich war nochmal auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und habe nochmal für euch ein Video auf dem Weihnachtsmarkt gedreht. Also stay tuned für Sonntag. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. Da läuft diese Woche aktuell auch noch ein fettes Gewinnspiel. Also schaut auf jeden Fall unter meinem Reel mit Vicky zusammen vorbei. Da haben drei von euch nämlich die Chance, jeweils eine Flip Jeans zu gewinnen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann am Sonntag zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.